Konferenz nach dem heutigen Match. Ja, mit diesem 1:0 sind die Roten Bullen oder gehen die Roten Bullen als Tabellenführer in die Meistergruppe. Trainer Gerd Struber, wie war es heute? Wie schwierig war es heute? Wie zufrieden bist du? Ja, ich bin am Ende jetzt schon zufrieden. Ich glaube, wir haben ja alle gesehen, sehr, sehr früh diese Führung hergestellt und haben dann, finde ich, auch über die erste Phase des Spiels, würde ich sagen, 25, 30 Minuten schon sehr aktiv, sehr proaktiv unser Spiel gestaltet, auch Chancen gehabt, einfach auch Kontrolle gehabt und dann ein bisschen, würde ich sagen, auch der Last natürlich auch ein Stück weit aufgekommen, aber immer so, dass man am Ende für uns, finde ich, heute viel in diesen Spielphasen kontrolliert haben, mit viel Gegenpressing, mit vielen sehr intensiven Momenten, das, was wir erwartet haben von diesem Spiel heute. Ich finde natürlich, dass wir ein weiteres Mal die Null halten, das ist schon auch für uns wichtig, weil einfach speziell in diesem defensiven Setting wir viel richtig machen, auch in den Standardsituationen und dann kommen wir sehr, sehr oft in sehr gute Umschaltsituationen und ich finde, da müssen wir einfach nur effizienter werden. Darf ruhig auch mehr drinnen sein, da dürfen mehrere Tore schießen, speziell heute wäre das wiederum möglich gewesen, aber in Summe ein verdienter Sieg, der höher für uns ausfallen muss und der uns ja jetzt einfach ganz klar einmal im Grunddurchgang auf die Nummer 1 platziert und auch das finde ich so ja, ein erster Step in diesem Marathon, ja, der uns natürlich persönlich alle miteinander freut. Eure Fragen, Sebastian, bitte. Ohne Mikro offensichtlich, mit lauter Stimme. In Linz beginnt es vor allem immer sehr gut für Salzburg. Mit dem frühen Tor erneut wie gegen Blau-Weiß. Ist das ein System, was liegt da dahinter? Wie entstehen solche Tore? Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt das System, sondern einfach eine Haltung, die wir haben und die Haltung war für uns heute sehr, sehr klar, dass wenn wir rausgehen, Anstoß als Signal, ja, das ist einfach bei uns verankert in unserer Idee, wie wir Fußball spielen und das Signal war heute natürlich von der ersten Sekunde weg loslegen und nicht lang zuwarten, sondern proaktiv hier die Dinge in die Hand zu nehmen. Das war unser Anspruch und das haben wir auch wieder mit einer so einer guten Situation noch, glaube 30 Sekunden in eine gute Richtung bewegt. Weitere Fragen? Bitte da hinten. Simon. Ja, ich finde einfach, dass wir in der Defensive mitunter alle Spieler im Kader wissen einfach, was sie zu tun haben. Und jeder Einzelne ist da gefordert und bringt sie da voll ein. Das ist auch wieder, da sind wir auch wieder bei dem Thema der Haltung, ja, und Einstellung. Und da machen halt einfach defensiv alle mit. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Faktor einfach auch im Spiel gegen den Ball, speziell in unserer Fußballidee, wie wir die leben, dass da jeder mit viel Leidenschaft mit dabei ist. Und da haben wir tatsächlich, finde ich, in den letzten Wochen einen sehr, sehr guten Job gemacht. Christoph Nister. Man schließt jetzt den Grunddurchgang auf Platz 1 ab. Das ist einmal ein sehr schöner Aspekt. Wir müssen in der Meisterrunde besser werden, damit wir auch am Ende transportieren. Ja, ich finde einfach, dass wir uns, und das sieht man schon ein Stück weit die letzten Wochen, dass wir uns schon viele Chancen herausspielen, speziell übers Umschalten. Und da braucht es dann einfach, finde ich, so in diesen Umschaltmomenten nur mehr Manpower in der gegnerischen, im gegnerischen Strafraum, um hier einfach auch nur mehr Optionen zu schaffen, uns auch frei zu spielen dann. Ja. Und dann im Abschluss einfach kalt zu sein. Ich finde, das ist was, mit dem wir uns beschäftigen tatsächlich und wo wir den Finger in die Wunde legen, weil das muss tatsächlich einfach nur mal besser werden, um hier ja, einfach klarer Siege auch früher dann festzumachen. Markus. Ist es mit dem Sieg, was jetzt die Punkteteilung macht, vieles wieder vielleicht genau für Österreich ein bisschen spannender, aber ist es spätestens seit heute dann wirklich ein Zweikampf um Vito? Ja, ich denke einfach, dass es, und das sehen wir ja, dass der LASK eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft ist, die auch eine hohe Qualität haben im Kader.
Ich würde hier gar nichts ausschließen, speziell mit dieser Punkteteilung rückt alles sehr, sehr nahe zusammen und diese Phase jetzt der letzten 10 Spiele, die wird sicher nochmal hochinteressant und für uns ist entscheidend, dass wir bei uns sind, dass wir sehr, sehr stark den Fokus auf uns gerichtet haben, wie wir die Dinge angehen und dann brauchen wir weder viel an Graz oder hier an Linz denken, sondern einfach sehr, sehr stark bei uns wollen wir sein und unsere Dinge besser machen. Christoph. Jetzt wird er zu Null gespielt, trotzdem hat Mats Pitzl gemeint, aus seiner Sicht sind zu viele Umschaltmomente zugelassen worden. Wie siehst du das? Ja, wir waren nicht immer im Restfeld so sauber. Wir haben ja Kontermomente gehabt, wo wir dann mit einigen Spielern mit am Weg waren, aber dann die Lücke einfach zwischen diesen Spielern, die was sich beteiligt haben an diesen Umschaltmomenten und der Abwehr, da war dann zu viel Raum und da haben wir dann oft einmal so diesen Entwicklungsspielern vom LASK, ob das über Berischer dann losgelegt war, war es dann einfach, da waren wir nicht immer so sattelfest, wie man das von uns erwartet, sodass man das quasi im ersten Moment im Keim ersticken, ja, diesen Gegenkonter. Und auch da natürlich wollen wir immer wieder eine saubere Struktur hinkriegen, dass am Ende wir eher wieder sofort auch Bälle zurückgewinnen und das am besten sehr hoch. Okay, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schönen Abend. Ja. Ciao. Schönes Wochenende. Servus.